Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, heute gibt's mal wieder ein sehr, sehr spezielles Video. Und zwar habt ihr es im Titel wahrscheinlich schon gelesen. Es geht heute um meinen ersten eigenen Song, den ich in FL Studio produziert habe. Kurze Story dazu, bevor wir jetzt gleich in FL Studio gehen. Diesen Track, den ich euch jetzt zeige, habe ich ungelogen vor 1,5 Jahren das letzte Mal geöffnet. Das heißt, es ist jetzt nicht der aktuellste Track, was heißt aktuellste, aber ich habe seit 1,5 Jahren nichts mehr an diesem Track rumgebastelt. Und ich bin selber fasziniert, weil ich habe ihn gerade wieder entdeckt, dass ich das so gut hinbekommen habe. Und ich dachte mir einfach, hey, ich habe so eine geile Community und ich lasse euch ja gerne bei sowas immer teilhaben. Bin immer gespannt auf euer Feedback, was ihr immer dazu sagt. Auch zu meinen anderen FL Studio Tutorials finde ich es einfach mega geil, dass ihr mir immer Feedback zurückgibt. Und deswegen dachte ich mir, ich zeige euch heute meinen ersten selbstproduzierten Track. Song kann man es nicht nennen, weil sehr, sehr wenig Vocals vorhanden sind, aber das werdet ihr eh gleich hören. Aber vorab noch, Leute, ihr wisst, ich kann kein Keyboard spielen. Wirklich, ich habe mir hier zwar auf meinem Keyboard die einzelnen Noten draufgeklebt. Moment, das hier kann ich wirklich jedem ans Herz legen, der kein Keyboard spielen kann oder das Keyboard spielen lernen will. Ich kann es euch gerne mal verlinken. Das sind stinknormale Sticker. Ich kann die ja mal kurz für euch auspacken. Wie gesagt, ich habe ja alle schon auf meinem MIDI-Keyboard draufgeklebt. Und Moment, so sieht das Ganze aus. Es sind einfach stinknormale Noten. Die klebt ihr einfach ganz normal auf eure Tasten. Ihr könnt auch natürlich auf Google nachschauen, auf welche Tasten man die kleben muss und wie viele Tasten euer MIDI-Keyboard überhaupt hat. Meins hat ja 61 Tasten, deswegen habe ich mir ein bisschen mehr bestellt. Falls mal welche abgenutzt sind oder kaputt gehen. Nur so kurzer Tipp am Rande. Aber Leute, ich würde sagen... Ach, leg mich doch am Arsch. Ich würde sagen, Leute, wir switchen jetzt in FL Studio. Ich bin wirklich, wirklich gespannt auf euer Feedback. Bitte denkt dran, ich habe diesen Track seit 1,5 Jahren nicht mehr angerührt, angefasst. Mittlerweile kenne ich mich ja schon besser aus in FL Studio. Deswegen seid mir nicht böse, wenn jetzt irgendwie was zu laut ist oder was zu leise. Ich habe ihn jetzt so gelassen, wie ich ihn vor 1,5 Jahren abgespeichert habe. Deswegen, Leute, ich wünsche euch viel Spaß. Das Video wird auch nicht lang gehen. Ich bin einfach nur mal gespannt. Deswegen mache ich auch dieses Video. Wie euer Feedback dazu ist. Findet ihr es geil? Soll ich weitermachen, beziehungsweise 2019, also in diesem Jahr, den Track noch fertig produzieren, obwohl ich noch so viele andere Tracks angefangen habe? Ich würde sagen, Leute, viel Spaß, ab in FL Studio. Los geht's. Das ist hier mein Track. Bester Name, der mir damals eingefallen ist. Future House. Punkt. Ich wusste nicht, wie ich den nennen sollte. Ich habe einfach das Genre einfach als Titel genommen, also in welche Musikrichtung der Track geht. Deswegen einfach nur Future House. Punkt. So, wie gesagt, ist jetzt nicht professionell. Man sieht auch hier schon, ich habe nichts farbig gestaltet. Gut, das mache ich aktuell immer noch nicht so. Aber wer mit Musik anfängt oder produziert, Leute, denkt dran, wenn ihr am Anfang alles sortiert und farbig macht und übersichtlicher macht, habt ihr am Ende vom Mastering und Mixing weniger Probleme, beziehungsweise kommt viel besser klar damit. Deswegen, ich habe noch so ein kleines Problem bei mir immer mit Sortieren und farbig markieren und so weiter. Ich habe es einfach schlicht gelassen. Hier oben habe ich auch schon Automation Clips eingefügt, beziehungsweise mit Automation Clips gearbeitet. Leute, das war gerade mal in meiner Anfangszeit mit FL Studio, also da habe ich das Produzieren angefangen und ich arbeite immer noch damit. Deswegen wird dazu auch ein schmackiges Video noch kommen über Automation Clips. Seid auf jeden Fall gespannt. Und ich würde sagen, ich habe jetzt genug gelabert. Ich spiele euch den Track mal ab und ihr schreibt mir einfach parallel mal eure Meinung drunter. Viel Spaß.
Ja, Leute, was sagt ihr? Ich bin selber wieder oder immer noch geflasht. Also ich habe ihn vorhin schon mal kurz angehört. Und ohne Scheiß, Leute, für das, dass ich ihn in meiner Anfangszeit von FL Studio produziert habe, beziehungsweise ich glaube, das war 3-4 Monate später, und da habe ich wirklich viel Zeit investiert in diesen Track. Ich weiß, er ist nicht perfekt und da müsste man noch einiges machen. Allein, wir können ja mal kurz in den Mixer schauen. Auch wieder nichts farbig gemacht, außer hier 3 Channels. Mastering auch sehr wenig. Aber siehe da, ich habe auch dieses Equalizer Preset angewendet, damals schon. Mache ich ja jetzt immer noch, habe ich euch im letzten Video auch gezeigt. Hier Channel 1 habe ich gar nicht benutzt, Channel 2 auch nicht, 4, 5, ab 5 ging es dann los. Dann habe ich hier ein paar Effekte draufgehauen, auch mit dem Equalizer 2 hier ganz oben in der Reihe. Und ja, wie gesagt, das war mein erster Track. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich da verbracht habe. Also ich glaube, ich war nonstop nur an diesem Track beschäftigt, obwohl ich nicht mal Keyboard spielen kann. Das Einzige, wo ich ein bisschen gecheatet habe, das kann ich euch mal kurz zeigen, und zwar hier. Also das war von einem Sample Pack was, und sonst ist alles selber. Ich kann euch das mal kurz abspielen. Eine Sekunde. Genau, schön viel Hall drauf. Hier habe ich einen Hi-Hat-Loop. Genau, was habe ich hier noch? Das war das gleiche. Und hier habe ich die Vocals, glaube ich. Boah, die fand ich so geil. Ah ne, da habe ich sogar noch einen Synthesizer eingebaut.
Wo sind denn meine Vocals? Auf jeden Fall habe ich hier irgendwo meine Vocals. Das war der absolute Lieblings-Synthesizer von mir oder Synthesizer-Preset. Ganz simple Noten eigentlich. Ich suche jetzt gerade nur noch die Vocals. Hier sind meine Vocals, Leute. So. Oh, mit dem schönen Hall. Hört sich richtig, richtig geil an. Ja, Leute, wenn ihr Bock drauf habt, dass ich ein bisschen detaillierter in diesen Track eingehe oder vielleicht, dass ich ihn fertig machen soll mit euch zusammen, das heißt hier vor laufender Kamera, entweder in einem Livestream auf Twitch oder als Videoclips, das heißt irgendwie so Art-Tutorial-Reihe wieder, dass wir den zusammen fertig machen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, auf was ihr Bock hättet, auf was ihr mehr Lust hättet. Und ich würde sagen, das war's. Das Video geht jetzt schon wieder gut lange. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, Track 1,5 Jahre alt, gerade eben erst wieder entdeckt. Und ich bin gerade echt noch geflasht. Richtig geil, Mann. Freue mich richtig gerade. So, Leute, wie gesagt, ich melde mich ab. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen knackigen Daumen, am besten 12 knackige Daumen, weil, Leute, wir haben bald die 1000 Abos und ich habe mir heute wieder was Neues überlegt für die 1000 Abos, also 1000 Abo-Special. Ich habe ungefähr jeden Tag neue Ideen für dieses Video. Jetzt habe ich eine geile Idee, deswegen macht gerne die 1000 Abos voll, zeigt sie wie gesagt euren Freunden oder den Leuten, die Bock haben auf Musik und auf einen deutschen Channel. Und ich melde mich jetzt ab, Leute. Danke fürs Zuschauen, schickt mir eure Remixe und in diesem Sinne meldet sich Luis ab. Wir sehen uns zum nächsten Video, das habe ich glaube ich schon gesagt. Egal Leute, bis dann und...